Hallöchen wieder mal zu einer neuen Ausgabe Pfuschen am Einödhof. Jawohl. Also, schauen wir mal. Dann haben wir wieder ein Problemerl. Ja, ein kleines Problemchen. Da haben wir lösen wollen. Und zwar hängt das mit den Lampen zusammen. Da habe ich zwei an der Zahl. Wunderbare Lampen. Sonne scheint. Wunderbar. Ich bleibe jetzt bloß noch ein paar Minuten stehen, weil es ist unglaublich. Ja. Das Problem ist immer noch da. Ja? Das Problem ist immer noch da. Und was das für uns ist, das zeige ich am besten jetzt gleich. Jawohl, wenn man die Lampen so nimmt. Und da ja so hinhält. Ja, da ist jetzt schon ein Kabel drin. Ja. Dann wird die eine oder andere ein Problemchen auffallen. Also das Problemchen ist nicht da oben, nein, auf keinen Fall, sondern das Problemchen ist das da. Optisch Problem. Riesenprobleme habe ich hier riesen Problem. Ne? Und zwar ist die Unterputzdose sichtbar. Jetzt wenn ich die da mit den zwei Schrauben hinmache, oben und unten, dann sieht man die Unterputzdose. Das schaut natürlich richtig scheiße aus. Also, was kann man da machen? Dass das nicht mehr so ist, das hat vielleicht der oder andere das Problem auch. Ich habe jetzt folgende Lösung mir überlegt, dass ich die Unterputzdosen verdecken kann. Ja, und die Lösung schaut folgendermaßen aus. Eigentlich ganz simpel. Und zwar habe ich da solche Gitter, ja, habe ich mir gekauft, habe ich mir bestellt. Das sind Rohstahlgitter, handgeschmiedet. Wunderbar, ne? Solche Gitter. Und dann haben wir nur so Blumen, so eine Blume einmal bestellt. Das ist auch ein Rohstahl. Ja, der hat jetzt noch einen Stängel drauf. Und die Blume will ich da reinschweißen. Also da einer, jetzt sieht man es ein bisschen schlecht, weil natürlich der Stängel noch drauf ist. Der Stängel kommt raus, das ist eh bloß gepunktet. Das war jetzt einmal die Idee. Dann wird das Gitter, so wie es ist, pulverbeschichtet und so weiter. Ne? Und dann werden sozusagen die Lampen dann da drauf gesetzt. Ja, ungefähr kann man sich das dann auch so vorstellen. Ja, ob man das jetzt da so sieht, ja, ungefähr kann man sich schon vorstellen. Ja. Dann werden die Lampen da so drauf gesetzt, dann werden da die Schrauben durchdraht und dann ist das sozusagen eine Beilage. Ja, unser Ganzer schaut es dann an der Winter so aus. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber das seht ihr dann, wenn es fertig ist. Dann auch. Ne? So, da hinten die Blume, die sollte sozusagen die Unterputzdosen verdicken und das Gitter ist halt dann ein bisschen das Ablenkungsmanöver. Ne? Oder der Träger für die Blume, dass überhaupt die Blume halt, weil ich habe nämlich die Lampen auch pulverbeschichten lassen und habe natürlich mir nicht überlegt, weil ich die Unterputzdosen überdecke. Und jetzt ist pulverbeschichtet die Lampen, ja, sieht man da. Und jetzt kann ich dann natürlich nichts mehr hinweisen. Ja, jetzt muss ich das wieder sandstreuen lassen und so weiter. Das ist alles ein Krampf. Also mache ich, habe mir gedacht, ja, wenn du so blöd bist, dann musst du beißen. Ja, bis alle weiß. Und so war jetzt die Idee. Ob jetzt das so hinhaut, das weiß ich noch nicht. Ich probiere es jetzt einmal. Und dann, wenn ich schaue, das aus, wie wenn es zusammengeht. Ich habe mal geschaut. Also, wie gesagt, wir haben da jetzt ein bisschen was schweißen. Ja, wir schneiden jetzt da einmal das Zeug weg. Da euch erinnert. Dann schauen wir mal, was das Eisen eigentlich macht. Wahrscheinlich wird es anspringen. Mal schauen. Sehen wir schon. Also das wegschneiden, dann die Blume reinschweißen. Dann da oben was Eisen reinschweißen mit einem Loch für den Schrauben durch. Und da unten. Ja. Und natürlich hat die Blume einen Stiel. Ja, so schaut das aus. Und den Stiel müssen wir rausbringen. Ist aber ganz einfach, weil das ist sowieso bloß gepunktet da. Das flexe ich auf, dann fällt der Stiel raus und das kommt mir gerade recht, weil dann habe ich ein Loch fürs Kabel. Dann gehe ich sozusagen, wenn der Stiel herassen ist, dann ist der Knopf da weg. Dann gehe ich durch den Knopf mit dem Kabel von der Lampe rein und dahinter schließe ich es dann zusammen mit dem Kabel, was aus der Wind rauskommt. Also kann gut ausschauen. Ich habe es einmal hingehalten und geht sie aus. Also wird wunderbar überdeckt, die Unterputzdosen. Normalerweise müsste das ja auch. Wir schauen einmal, ob das dann schlussendlich, wenn es fertig ist, so hinhaut, wie ich mir das vorstelle.
Ja, rein theoretisch mit Sicherheit, ob es rein praktisch ist, das ist die andere Frage. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagen wir mal so. Genau. Also, wenn wir das alles geschwolzt haben, dann können wir das Pulver beschichten. Ja. Oder Pulver beschichten lassen, das zeige ich euch dann auch noch, vorher, nachher. Und dann können wir es hinmachen. Also, flexen wir mal, schneiden wir mal, schleifen wir mal und dann geht's weiter. Jawohl. So, das erste habe ich fertig. Schaut jetzt folgendermaßen aus. Jetzt dieses Einzelteil ist sowieso da drinnen zusammengeschweißt und das ist auch bloß ein Bund drüber gehauen. Ja, da drin ist zusammengeschweißt, dass er halt ist. Und die Blume da habe ich jetzt da angeschnitten, dass ich das wieder oben drauf sitzen kann. Und da hat er halt den Teil auch so, wenn man ein bisschen so angespitzt, dass das bei der Blume mit der Kanten zusammenpasst. So, und dann kommt die Blume jetzt da rein. So, in die Richtung. Und dann wird das da unten da drauf gesetzt. So, in die Richtung. Und schaut das, wenn es fertig ist, so aus. Die Blume kommt ein bisschen, also nicht ganz hinten bündig, ein bisschen, sagen wir mal, 3 mm von hinten weg. Und der oben kommt zentrisch dann auf die Blume drauf. Dann sind die alle wieder auf derselben Ebene, dass die hinten bündig sind. Genau, so da ist dann auch schon. So, das sind jetzt die zwei fertigen sozusagen. Eins fehlt noch oben dort unten für die Schrammlöcher, aber das ist jetzt da fest. So schaut es jetzt aus. Das verschleife ich noch. Das wird noch sauber verschliffen, damit man da nicht sieht, dass das ein sauberer Übergang ist, links und rechts. Und oben, das ist eh toll. Ist bloß von hinten geschweißt. Und so war der Plan. Das ist der Plan gewesen. Schönes Lächeln fürs Kabel. Hopp. Passt. Wunderbar. Zweimal. Jetzt mache ich noch da herunter und da oben. Aber noch, wenn es heiß ist, sollte man nicht hingehen, oder? dann mache ich noch ein Blech, das habe ich schon dahergekriegt. Schaut auch so aus. Das sind 3 mm, 2 mm Blech. Das schneide ich her. Das mache ich ganz, ganz, ganz primitiv eigentlich. Schneide ich eigentlich da so einen Streifen runter. Und den Streifen schmeiße ich dann da so drauf. Und dann wird da bloß durchgebohrt. Und dann kann man die Lampen, dann kann die Lampen da bündig auflegen. Und dann per Schraum. Dann in die Wind rein. Jawohl. So, also da so Streifen, 4 Streifen oberschneiden und der hinschweißen. Da passt die Sache. Ich bin am Außerschleifer von dem Zeug. Geschweißt ist alles. Ich zeige es euch gleich. Aber eins muss ich jetzt schon sagen. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen. Ja. Ich habe mir da damals, weiß nicht, Parkside beim Lidl, was weiß ich, wo das Zeug hier ist, einmal so ein Schleiferl gekauft, so ein kleines, mit Akku. Ja, hat nicht viel Geld, nicht viel kostet, 20 oder was weiß ich. Auf alle Fall haben wir aber gedacht, mein Gott, das ist, alle sagen so ein Klump und haut nicht hin und so weiter und so fort. Und aber ich habe jetzt tatsächlich mehrere Anwendungsfälle schon, weil ich das Ding gebraucht habe. Also es ist wirklich nicht ein Profi-Werkzeug, das ist wirklich wahr. Aber du kannst da filigrane Schleifarbeiten machen. Das gelangt. Da habe ich so einen Flexschein drauf. Und jetzt, ja, da habe ich die große Flex, mit der kannst du die groben Sachen machen, natürlich. Ja. Und jetzt habe ich da genau das Problem, die Schweißpunkte wegzumachen. Ich schaue jetzt folgendermaßen aus. Also da habe ich die vorne, die Schweißtropfer, ja, die Punkte halt,
Und den will ich jetzt wegschleifen, damit man diesen nach dem Pulver nicht mehr so sieht. Weil das schaut da scheiße aus da. Also das, wenn man jetzt da so hinmacht, das schaut da nicht gut aus. So, jetzt habe ich angefangen, dass ich da mit der großen Flex praktisch schleife. Ja, dann kommst du aber näher hin und irgendwann geht es nicht mehr, weil sonst schleifst du da rein, dann hast du da einen Flairer drin. So, dann habe ich mir gedacht, hey, wie bringe ich das nur genauer hin? Dann habe ich gesagt, hey, ich habe da so ein Schleiferl, das probiere ich jetzt einmal aus. Und tatsächlich, schaut euch das an, wie schön das wäre. Also wenn das Pulver ist, das schaut aus, wie wenn das der Zahnboxen war. Also ich bin echt begeistert von solchen billigen Werkzeugen. Die haben ja, die sind, wie gesagt, billige Werkzeuge und da gibt es ein Profi-Werkzeug, gewiss, nur viel, viel besser und Ding. Aber für mich taugt das. Also das ist Wahnsinn. Der hat vorher, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Kamera fokussiert nicht so. Vorher, nachher. Das ist ja unfassbar, schaut euch das an. Also ich bin da echt, ich komme mit da an kleine Sachen wirklich so freier, wenn das so hinhaut. Da kannst du richtig schön mit der Flexscheibe da oder schön rein in die Kanten rein, das wird super. Also wenn das Pulver ist, schaut aus wie Zahnboxen. Saugeil, also wirklich war, ich sag's euch, wirklich so kleine Sachen. Also hat sich schon gelohnt, 20er, tolle Sache. Du, super drum, ein super drum, wirklich war. Keine Werbung. Also, wer jetzt da sagt, da Werbung macht er da. Nein, mache ich nicht. Ich mache eigentlich nur aus Überzeugung, sage ich, dass das Zeug funktioniert, weil was gut funktioniert, das machen wir weiter sagen. Es ist einfach so. So, also, dann haben wir das Zeug fertig. Also, da haben wir jetzt die zwei Gitter. Also, haben wir Gitter dazu. Also da jetzt noch, muss ich noch, auf der Seite muss ich noch, da ist mir jetzt der Akku ausgegangen, muss ich noch ein bisschen rausschleifen, aber so schaut es jetzt aus. Da ist jetzt die Blume drin, da ist das oben drauf, da habe ich jetzt die Blecher so drauf geschweißt, habe ich schon durchgebohrt für die Lampen, für die Löcher, oben und unten. Ja, nichts Dramatisches, kennt ihr eh schon, kann man nochmal da herhalten. So schaut es aus. Also, fällt doch nicht auf, oder? Fällt doch zuerst jetzt einmal gar nicht auf, dass das eigentlich da nicht reingehört. Und fertig schaut es so aus. Also, da ist jetzt die Lampen drauf, so war es gedacht gewesen. Also im Prinzip die Lampen da drauf, da haben die Löcher drin. Und da haben auch die Löcher drin in dem Gitter. Und da kommt da ein Gewindstangel durch. Und dann halt das. Es liegt alles sauber drauf. Und dann halt das. In der Wind tötend. Also, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das schaut voll da gar nicht auf. Das ist schon pulvert. Wie gesagt, die Lampen ist schon pulvert. Das wird gleicher Ton, Farbton wie die Lampen. Fällt nicht auf. So, was ich jetzt noch gemacht habe, und zwar haben wir da noch so ein Eisen genommen, oder so Nägel drauf geschweißt. Ja, schaut da so aus. Warum? Welche denn ich heute muttern? Die kann man dann da drauf stecken. Und die werden auch pulvert. Kann man da drauf stecken, dann werden die pulvert, weil die Hauptmuttern haben dann für das, für da drinnen, dass auch die Hauptmuttern in selben Farbton haben. Ich mache das nicht, wenn das so edelstahlen ausschaut da oder so glänzert und das passt einfach nicht dazu. Wenn man es jetzt mal herlegt, da kommt dann noch Beilagscheibe und so weiter, aber wenn man es mal herlegt, das passt doch nicht, weil das so glänzt. Jawohl, so, das Eisen ist pulvert worden, die Lampen habe ich schon hingemacht, angeklemmt, wunderbar, Brenner, Licht ist da, super! Wunderbar. So, kleines Projekt gewesen, nichts Großartiges, aber sehr lehrreich für mich. Zum einen, ja, schweißen natürlich. Sowas zum Schweißen ist einmal wieder eine ganz andere Nummer. Ne? Ja, und grundsätzlich einmal, dass man nicht so schnell aufgeben soll. Ja, ich habe damals die Lampen gekauft, das ist ewig lang her. Ich habe noch gar nicht gewusst, so richtig war alles hinschrauf. Weil die Lampen haben da so angeboten worden. Ne? Da haben wir gedacht, oh, die schaut aber gut aus. Die kannst du restaurieren. Ja. Und aus deren Gedanken haben dann die Lampen geworden, so wie sie jetzt sind. Ne? Und da habe ich noch nicht gewusst, was ich hinmache und Unterputzdosen und dann haben wir das siegt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, man kommt immer irgendwie zu einer Lösung. Weil die Lösung halt dann ist. Manchmal muss man ein bisschen pushen. Ne? Und manchmal kann man einfach so schönes, einfach was Schönes draus machen. Weil die Lampen jetzt, das ist in Ordnung. Also ich finde es super. Meinst du nicht, dass das irgendwie hip-fuscht ist, ja? Also, ich würde sagen, das ist einfach
irgendwie schon wieder eine Erfahrung gewesen. Wenn man ein Problem hat, sollte man nicht so schnell aufgeben, sollte man einfach kurz drüber überlegen. Weil, ob man nicht irgendwie eine Lösung findet und nicht alle bei schimpfen und umeinander mosen und umeinander sodern. Einfach weitermachen, Leute. Einfach weitermachen. Das ist der Ansporn für jeden Tag aufs Neue. Oder? Genau. So. Ich fange das neue Projekt an, würde ich sagen. Und ja, ich wünsche euch dabei einen schönen Tag. Wunderbare Sonne. Blauer Himmel. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch meines Videos gefallen, wie alle mal, bewertet es positiv. Ganz wichtig, abonniert den Kanal. Weil dann schneuzt man das nächste Mal wieder neue Videos aus hinaus, wo es sauer geht. Jawohl. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Aber dir Servus. Jawohl.